Am Sonntag, dem 3. Juni, fand am Areal der Wildner Tanz- und Theaterwerkstatt an der Schulstraße das zweite Kindertagsfest für Groß und Klein statt. Kletterwand, Hüpfburg, ein Geschicklichkeitsparcours, Glücksrad, Kaffee und Kuchen und ein kleines Tanzprogramm der Wildner Kursteilnehmer erwartete das zahlreich eintreffende Publikum. Und da war da noch Fußballclown Polski, der sein Publikum gleich zu Beginn schon mal auf das in einer Woche beginnende fußballsportliche Großereignis einstimmte. So, liebe Eltern und liebe Kinder, die ja gar nicht umziehen sind, ich bin Polski. Ich bin der Fußball aus Polen. Und warum bin ich aus Polen da? Weil ja dieses Jahr die große EM des Fußballs in Polen stattfindet. Wir machen es zum zweiten Mal dieses Jahr. Wir hatten es letztes Jahr im Rahmen unseres 15-jährigen Jubiläums stattfinden lassen. Dieses Jahr ist es wieder im Rahmen der 48-Stunden-Aktion gemeinsam mit dem Jugendhaus. Wildnis Jugendhaus hat gestern einen Fußballfilm gezeigt und abends ein bisschen gegrillt und wir haben primär das Kinderfest hier organisiert. Dass das Fest diesmal ganz im Zeichen von König Fußball stand, lag sicher nicht nur an den beiden lustigen Ballmaskottchen. Germi, darf ich vorstellen? Germi. Na, holen wir den von dort nach da. Nee, wir fangen hier an. Ja, ja, ach Gott! Oh! Selbstverständlich hatte die Tanz- und Theaterwerkstatt für das Kinderfestpublikum ein Kindertanzprogramm auf der Festbühne vorbereitet. Etwa 50 Eleven aus den Kursen der Werkstatt zeigten Tänze als Vogelscheuche, Hexen, Cowboys oder beim Popcorn-Tanz. Leider zeigte sich der Wettergott an diesem Nachmittag nicht gerade von seiner festfreundlichen Seite. Und so kämpften Akteure auf und Zuschauer vor der Bühne zunehmend mit den dichter werdenden Regentropfen des Nachmittages, was der guten Laune jedoch keinen Abbruch tat. Mit viel Improvisationsvermögen wurde kurzerhand dann im großen Trainingssaal der Werkstatt weitergefeiert. Nicht nur die rege Beteiligung kleiner und großer Gäste beim Kinderfest sorgte bei den beiden Vereinsleiterinnen Jana Schmück und Birgit Ziesche für gute Stimmung, trotz der missligen Wetterlage. Denn vor Beginn des Festes hatten sie im Beisein von Wildens Bürgermeister Michael Herford, vom Vorstandsmitglied der Volksbank Bautzen, Herrn Tillmann Römp, einen symbolischen Scheck über 8.000 Euro überreicht bekommen. Dieses Geld ist nicht speziell für ein Projekt gedacht, sondern es sind für die laufenden Kosten, die hier bei uns im Haus entstehen, die ja eine Größenordnung haben, die wir alleine nicht abdecken können. Und darüber sind wir natürlich sehr froh, dass wir jetzt eine Unterstützung haben. Die großzügige Spende der Bank war nicht zuletzt dank der Initiative der Landtagsabgeordneten Patricia Wissel zustande gekommen, die damit das jahrelange Engagement der Tanz- und Theaterwerkstatt in puncto Jugendarbeit würdigen wollte. Während die Jungeleven des Hauses den Auftritt beim Kinderfest vorbereiteten, stand für die Elements Company die neue Tanzproduktion unter dem Titel Herzklopfen im Mittelpunkt.
Es wird nach der Premiere am 17. Juni im Burgtheater Bautzen am 21. Juli im Haupthaus des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Bautzen gezeigt. Es ist ein Tanztheaterstück und das ist diesmal ein bisschen anders entstanden. Es gibt kein reguläres Drehbuch, sondern die Mädels und Jungs haben dort ihre Tagebücher geöffnet und haben über ihre Sorgen, Ängste und Nöte im Alter so zwischen 15 bis 18 Jahren gesprochen. Sind sehr offen gewesen, das Ganze wurde vertanzt, das Ganze wurde auch versprochen, es wird im Endeffekt auch gesungen und wir arbeiten mit den Breakdancern vom Steinhaus zusammen. Neben Jugendhaus und Fußballverein Wilten, der mobilen Jugendarbeit Mailea von den Neukircher Faltenbergwichteln und der Familienbildungsstätte aus Bischofswerda waren vor allem die Tänzerinnen der Werkstatt selbst für das Zustandekommen des Kinderfestnachmittages verantwortlich gewesen. Ja, und an der Stelle möchte ich mich auf jeden Fall bei allen Eltern, bei unseren Tänzern bedanken, dass wir diese unwahrscheinliche Unterstützung haben. Wir haben auch trotz des Wetters draußen, ist nach wie vor 2 Stunden, nachdem hier pausenlos Reden ist, sind alle noch da, essen Kuchen, trinken und versuchen unser Fest hier am Laufen zu halten. Ist niemandem was passiert beim Tanzen? Nein, es sind zwar ein paar Leute ausgerutscht, die haben das aber professionell gelöst, aber es ist alles sicher über die Bühne gegangen. Wird es auch im nächsten Jahr dann so ein Kindertagsfest hier bei euch wieder geben? Also ich denke, wir werden das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen, denn es ist heute, wie gesagt, trotz des schlimmsten Wetters, mit dem wir nicht gerechnet haben, alles super gelaufen oder läuft immer noch und wir sind hochmotiviert. Stadtrat verabschiedet Mittelschulleiterin. Am Mittwoch, dem 20. Juni, wurde bei der aktuellen Stadtratssitzung im Ratssaal des Wiltener Rathauses im Rahmen eines Themenblocks Schulzentrum unter anderem die langjährige Leiterin der Goethe-Mittelschule, Frau Sabine Nocke, durch Bürgermeister Michael Herford gewürdigt. Sie wird mit dem zu Ende gehenden Schuljahr in den Ruhestand treten. Sie hatte am 1. August 2008 ihre Tätigkeit als Schulleiterin an der Goethe-Mittelschule begonnen. Und das mit einem Versprechen, welches sie damals angesichts der folgenreichen Schließungen von Mittelschulen im ländlichen Raum in Sachsen gegeben hatte. Ich habe versprochen, dass ich diese Schule, die Goethe-Mittelschule in Wilten, nicht schließen werde, sondern dass ich sie auf einem ganz hohen Niveau an einem Nachfolger übergeben werde, wenn ich wer 60 sein. Und genau dieses Versprechen löse ich dieses Jahr ein. Wenn die gebürtige Löbauerin mit Wohnsitz in Niederkunnersdorf nach dem letzten Pausenklingeln des Schuljahres 2011-2012 ihren Schulschlüssel symbolisch an eine Nachfolgerin übergeben wird, blickt sie auf eine 23-jährige Schulleiterinnen-Tätigkeit an insgesamt 7 Schulen in Brandenburg bzw. in Sachsen zurück. 37 Jahre lang war sie Lehrerin mit Leib und Seele in den Fächern Mathematik und Geografie. Ja, ich hatte wirklich ein erfülltes Arbeitsleben. Die 37 Jahre, die ich jetzt als Lehrer tätig bin, möchte ich nicht missen. Es war ein Kindheitstraum, ich wollte immer Lehrer werden und ich bin es geworden und ich bin es bis heute geblieben. Unter ihrer Regie wurde das umfangreiche Ganztagsangebot der Schule entwickelt. Das grüne Klassenzimmer errichtet, die ehemalige Buswendeschleife nebenan ausgebaut, die Unterrichtsräume mit interaktiver Medientechnik ausgestattet und. Die wohl komplexeste Aufgabe meisterte sie aber in Zusammenhang mit der Integration von Schülern aus den Nachbarkommunen Wiltens nach Schulschließungen, so in Großpostwitz, Doberschau oder Kirschau, in das pädagogische bzw. in das Ganztagskonzept der Schule. In ihrem Schlussstatement dankte Sabine Nocke den amtierenden Stadträten für die stete Unterstützung, mahnte aber auch, den weiteren Prozess von Sanierungsmaßnahmen an der Schule fortzuführen, um durch attraktive Lern- und Freizeitbedingungen den Schulstandort perspektivisch zu sichern. Was ich am meisten vermissen werde, sind die Schüler. Sie werden mir sehr fehlen. Einmal mit ihren kleinen und großen Sorgen, aber auch ihre Liebenswürdigkeit. Naja, und dann werden mir auch ihre Streiche fehlen
dass man auch mal schimpfen darf und auch mal schimpfen muss. Kinder wollen erzogen werden und das war die Herausforderung und die hat mir eigentlich immer viel Spaß gemacht. Für Wildens Rathauschef Michael Herford war die Anwesenheit aller drei amtierenden Schulleiter von Grund- und Mittelschule bzw. dem Gymnasium in einer Sitzung seines Stadtparlamentes eine durchaus seltene und damit bemerkenswerte Angelegenheit. Ich habe mich sehr gefreut, bei der letzten Stadtratssitzung alle drei Schulleiter im Publikum sitzen zu haben. Es war ein gewisser Zufall, dass uns das gelungen ist, mal alle drei Schulen in einer Stadtratssitzung vertreten zu wissen. Die Ursache darin lag am Ausscheiden von Frau Nocke, die in ihren wohlverdienten Ruhestand geht und offiziell in der Stadtratssitzung verabschiedet wurde. Gleichzeitig war es mir ein Vergnügen, die Frau Kaline als neue Schulleiterin der Grundschule begrüßen zu können. Sie ist ja schon seit einem Jahr amtierend in unserer Grundschule als Leiterin tätig und nun haben wir es offiziell gemacht und Frau Kaline wird auch in diesem Jahr eine ganz wichtige Aufgabe in unserem Schulzentrum übernehmen, nämlich die Namensweihe unserer Grundschule. Am Mittwoch, dem 18. Juli, finden vormittags verschiedene Schülerveranstaltungen statt. Durch eine Stammwanderung aus den Heimatorten nach Wilten wollen wir auch die zentrale Stellung Wiltens für die gymnasiale Ausbildung im südlichen Landkreis symbolisieren. Auch Herr Bartz, der Schulleiter unseres Immanuel-Kant-Gymnasiums, war in der Sitzung zugegen. Er stellte die Jubiläumswoche zum 20-jährigen Jubiläum unseres Gymnasiums in Wilten vor. Den nun vollzogenen und begonnenen Generationswechsel in den Schulleitungen in unserem Schulzentrum wollen wir nutzen, um unser Schulzentrum weiter attraktiv zu gestalten und unsere Schulen langfristig zu erhalten.